Du weißt unter dieser 6 Silben. Und ich schack mir einen Finger ab, dann könnte ich meine Freunde von der Hand abzählen. Das sind richtig starke Messages so. Savas rein da. Immer geil, was soll ich dazu sagen, Digga? Freue ich mich immer sehr, sehr, sehr drauf. Savas, du hörst auch bald von mir. Ja. Da freue ich mich natürlich mehr drauf. Also sollte das jemals zustande kommen, dass wir unseren Song zusammen fertigstellen, ne? Beziehungsweise, dass du als Feature auf einem Song bei mir dabei bist. Es ist womöglich mit das Größte nach der Geburt meines Sohnes, Digga. Ist jetzt vielleicht ein bisschen arg übertrieben, aber es reiht sich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist für mich so ein Life-Goal-Moment, ohne Spaß jetzt, ne? Ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Und es sieht bis jetzt erschreckend gut aus. Ich hoffe natürlich, dass keine Bemerkungen, die ich hier treffe, das ganze Schiff ins Wanken bringt. Deswegen, ich sage jetzt schon mal vorweg, Savas Part auf diesem Song überkrass. Spaß, ich sage natürlich trotzdem, was ich denke. Und Takt, auch natürlich krass. Ne? Takt, krass. Shoutout geht raus. Vito sagt mir jetzt leider, ohne disrespectful klingen zu wollen, leider gar nichts. Aber das ändert sich ja mit diesem Ding hier. Rein da. Den Abend auf, der haut dir die, geh nie wieder weg. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich selber in dieser Rolle nicht mehr sehen. Ich kann mich in dieser Rolle nicht mehr sehen. Ich frage jetzt einmal. Wahrscheinlich sagen mir jetzt wieder die, alle Leute, die hier zugucken. Nein, Jiggy, diese Melodie gibt es nicht. Nur dir kommt sie bekannt vor. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. See you again. It's been a long time without you, my friend. Ist es das? Jumper, make it jump. Den Abend auf, der haut dir die, geh nie wieder weg. Wollt nicht, dass du sie siehst und hab sie vor dir versteckt. Da- die Sache ist, er hat, na klar hat er eine coole Stimme, so man kann es ja nicht sagen, das ist cool, aber dadurch, dass halt diese, ja, dass er jetzt davon, der Song für Paul Walker, als er gestorben ist, von Wiz Khalifa und wem war es noch? Promise, I will see you again. Und es ist halt, das sind wahrscheinlich so die Songs, die mit am besten funktionieren. Und ich kann auch hier nicht sitzen und sagen, das klingt scheiße und ich find's scheiße. So, ne? Ich bin halt einfach von diesem ganzen Grind irgendwie was dieses Dagewesene, was schon da ist, zu recyceln und so. Weil ich finde auch, es macht die Künstler immer mehr zu Maschinen und zu unauthentischen Robotern so. Natürlich funktioniert diese Melodie, weil alle wie ich hier sitzen und denken, ja, irgendwo klingelt's da. So, ne? Und seine Stimme ist doch gut, aber was macht den Vito aus? Eine gute Stimme, okay. Aber ein Vito macht vielleicht auch, Künstler macht ja auch einen eigenen Flow aus. Eine eigene Betonung, eigene sonst was. Es macht ja viel mehr aus, als einfach nur eine gute Stimme, die man hat, um eine dagewesene oder eine Melodie, die schon da ist, nachsingen zu können, so. Und das ist halt so. Nicht, dass du sie siehst und hab sie vor dir versteckt. Dann zeigtest du mir deine und da hab ich gecheckt. Das ist halt. Es ist für mich leider immer so plastisch. Es ist für mich nicht, es ist für mich nichts. Und ich meine wirklich nicht den jungen Vito, dass er irgendwie eine schlechte Stimme hat oder so. Der hat eine coole Stimme, so. Safe, er kann singen, safe, ja. In dieser abgefuckten Welt hier ist kein Mensch perfekt. Du weißt, unter dieser Schale liegt. Aber dieser, das ist immer diese, das ist genau das vorher, bei Samra habe ich gerade gesagt, ich mag das nicht, wenn man auf die 1 direkt einsteigt, ne? Da kommt der 3, 4, jetzt geht mein Part los, der geht ab und da. Dieses immer auf die 1 halt direkt, sondern ich mag das, wenn 1, 2, 3 Silben davor sind.
1, 2, 3, 4. Ey, yo, Dicker, das ist Bord. Und ja, da ist die 1, oder? Und bei Savage, deswegen liebe ich seine Einstiege immer so. Weil er so weit vorne einsteigt. Guck mal. Guck mal, wann die 1 kommt. Du weißt unter dieser Schale liegen. Du weißt unter dieser 6 Silben. Du weißt unter dieser 1. 6 Silben vom Einstieg und das liebe ich halt. Welt hier ist kein Mensch perfekt. Du weißt unter dieser Schale liegen unsichtbare Narben, die sie nicht kennen, die mich ermahnen, nie dahin zurückzugehen, wo kein Licht brennt. Sag dir alles im Wissen, du würdest niemals richten, nicht wie die Alte, die vor dir war, sie ist Geschichte, hab von Anfang. Jetzt ist halt, ich finde jetzt auch, dass dadurch, dass so eine Hook davor ist, so eine Hook, die ist für mich ganz subjektiv und ganz eigen, billig macht, plastisch macht, wirkt alles, was danach kommt, ins gleiche Fass getunkt. Und das ist dann halt, aber dass Savage natürlich mega krass rappt und er sowieso sein Herz ausschüttet und da jetzt irgendjemand mit Krebs und so ankommt, das ist für mich eine Gefühlswelt, ich kann die nicht verarbeiten so, das ist für mich, das crasht halt irgendwie so. Unsichtbare Narben, die sie nicht kennen, die mich ermahnen, nie dahin zurückzugehen, wo kein Licht brennt. Sag dir alles im Wissen, du würdest niemals richten, nicht wie die Alte, die vor dir war, sie ist Geschichte, hab von Anfang an es ständig andere Flows, mal die Reime da setzen. Ich find's auch so bemerkenswert, dass er wirklich so gefühlt auf jedem Beat kommt und immer so zu 100% nach Savage klingt. Und das über 30 Jahre oder wie lang auch, Digga. Übrigens, hast du nicht gestern Geburtstag gehabt oder heute auf diesem Weg? Das kommt jetzt nachträglich, Savage, ne? Aber alles erdenklich Gute für dich, Digga. Ganz viel Liebe, Mann. Unendlich viel Liebe. So, oder? Du würdest niemals richten, nicht wie die Alte, die vor dir war. Sie ist Geschichte, hab von Anfang an gezeigt. Ich zweifle nicht an dir, als wäre das, was dich mal irgendwann belasten könnte, nie passiert. Vielleicht ist es auch der Grund, wieso wir harmonieren. Auch wenn es kompliziert wird und so, du kommst klar mit mir. Muss meine Ecken und Kanten vor dir nicht glätten, denn du gibst mir das Gefühl. Muss meine Ecken und Kanten vor dir nicht glätten. Kompliziert wird und so, du kommst klar mit mir. Muss meine Ecken und Kanten nicht vor dir nicht glätten, denn du gibst mir das Gefühl, dass ich für dich perfekt bin. Hast geholfen. Auch schöne Zeile. So eine ähnliche Zeile hatte Kolle auch schon mal. Mit Ecken und Kanten. Kennt man schon so diese Formulierung Ecken und Kanten und so, blablablub. Aber finde ich gut. Und auch diese Message natürlich jetzt so Leute da, die ihre Jugend an Krebs verloren haben. Oder hier der in seiner Jugend wegen seiner Homosexualität diskriminiert wurde. Das sind richtig starke Messages so. Das sind richtig starke Messages, versteht mich nicht falsch, es ist halt Killer. Das sind die richtigen Werte, das sind richtige, wichtige Werte, die hier vertreten werden. Muss meine Ecken und Kanten vor dir nicht glätten, denn du gibst mir das Gefühl, dass ich für dich perfekt bin. Hast geholfen, meine Sicht zu kalibrieren. Offenbar wird jede Wunde vor dir offenbart, bis sie geschlossen war. Den Narben auf der Haut, hier die gehen nie wieder weg. Wollt ich, dass du sie siehst und ob sie vor dir versteckt. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Hook kommt nicht bei mir an, Digga. Sie kommt wirklich nicht bei mir an. Dass du sie siehst und ob sie vor dir versteckt, dann zeigt es. Wurde an Weihnachten überfahren, Digga. Du mir deine und da hab ich gecheckt. In dieser abgefuckten Welt hier ist kein Mensch perfekt. Ja. Ich bin so schnell gerannt, wie oft hast du mich fallen sehen? Ich finde, je öfter ich Takt höre, ich wollte es gerade schon, aber dann hätte ihr mich wieder für bekloppt erklärt. Weil das sind so diese Dinge, da denke ich immer, das sage ich jetzt nicht, weil das glaubt mir keiner. Allein das Adlib, bevor sein Part losgeht, ist er, was er macht, habe ich direkt schon gemerkt, okay, die Stimme gefällt mir auf dem Beat. Nur dieses, er. Abgefuckten Welt, hier ist kein Mensch perfekt. Ja. Ich bin so schnell gerannt, wie oft hast du mich fallen sehen? Ich bin immer so, wie nimmt er auf? Er nimmt, glaube ich, wirklich immer, das habe ich schon mal gesagt, so hoch komprimiert auf. Ich bin so schnell gerannt, dass du mich fallen. Weil bei ihm hörst du so, das ist so sensibel, seine Stimme bei den Aufnahmen immer so. Du hörst so jeden kleinen Schmatzer irgendwie bei ihm. Mensch, perfekt. Ja. Ich bin so schnell gerannt, wie oft hast du mich fallen sehen? Vor dem Plattenbauten Wartenberger Straße 10. Damals konnte man mit deiner Hand die Narben zählen. Heute sind so viele, wird nicht reichen, wenn ich beide nehme. Da sind dann. Was? Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich auch ein bisschen so von den Bildern da hinten und so abgelenkt gerade wurde. Aber ich glaube, es könnte eine gute Zeile gewesen sein. Wie oft hast du mich fallen sehen? Vor dem Plattenbauten Wartenberger Straße 10. Damals konnte man mit deiner Hand die Narben zählen. Heute sind so viele, wird nicht reichen, wenn ich beide nehme. Okay, mit einer Hand die Narben zählen. Heute sind so viele, wird nicht reichen, wenn ich beide nehme. Und ich schack mir einen Finger ab, dann könnte ich meine Freunde von der Hand abzählen. Da sind ein paar, die sind für deine Augen
Augen fremd. Nicht auf der Haut, sondern die Tiefe in mir brennt. Bin ich stolz auf ihre Story, war dann nicht derselbe Mensch. War ein ziemlicher Idiot, sondern die Tiefe in mir brennt. Bin ich stolz auf ihre Story, war dann nicht derselbe Mensch. War ein ziemlicher Idiot und hab Angst, was du jetzt denkst. Doch ich feier das alles halt so krass. Ich finde, das ist auch, Rap ist so, Rap ist schon immer, in vielen Dingen natürlich ist Rap auch Entertainment, Attitude, Skill zeigen, sondern Wortwitz, sonst was, battlen, dissen, auf die Kacke hauen, anecken. Aber Rap ist auch Message und Zeichen setzen. Und das ist die Nummer voll durch und durch. Das ist eine Nummer, Dicker, die heben die Fahne hoch hier mit dieser Nummer in den Parts. Und das finde ich so lobenswert, das finde ich so dope. Das finde ich so fresh und so dope für alle Leute, die schlimme Schicksalsschläge haben, irgendwie diskriminiert wurden aufgrund ihrer Sexualität oder hier überfahren wurden, Magersucht, ganz schlimme Dinge, Krebs, alles mögliche, Dicker. Und dann zu sagen, wir sind alle gleich, jeder hat die Namen, so komm, wir sind eins und wir heben die Fahne. Das finde ich so stark halt. Es crasht dann halt nur diese... Nicht Vito crasht rein. Seine Stimme gefällt mir. Aber dieses, das ist mir dann die Schippe zu viel drauf, dieses, und mit der Hook erreichen wir jetzt alle Menschen. Jetzt nehmen wir eine radiotaugliche Hook und die Melodie kennt jeder und so. Da ist mir zu viel, ich will nicht sagen Marketing hinten dran oder so, aber es ist dieser Hauch von Wind, so der da so mit... Sorry, das ist zu poppig einfach. War dann nicht derselbe Mensch, war ein ziemlicher Idiot und hab Angst, was du jetzt denkst. Doch dann sagst du, dass man manche Fehler machen muss. Dass wenn eine Welle bricht, es sein kann, dass man Wasser schluckt. Deshalb merk. Ich kann mich nicht konzentrieren auf das, was da steht und auf die Lyric. Auf die Texte. Hat seine große Liebe Ellen vor seinen Augen verloren. Ja, Digga, also dann nicht derselbe Mensch, war ein ziemlicher Idiot und hab Angst, was du jetzt denkst. Doch dann sagst du, dass man manche Fehler machen muss. Dass wenn eine Welle bricht, es sein kann, dass man Wasser schluckt. Sehr geile Zeile. Das ist eine sehr geile Zeile. Das ist so ähnlich wie die Zeile von Samra. Wenn ich es nicht durch den Winter schaff, sei sicher, dass ich dir Spuren im Schnee hinterlasse. Oder irgendwie sowas. Diese Poesie ist richtig geil. Irgendwas Atemluft, dass wenn eine Welle kommt, es sein kann, dass du Wasser schluckst. Also sehr geil. Deshalb merke ich mir die Scheiße bis zum Schluss. Narben zeigen keine Schwäche, nur dich macht keiner kaputt. Und wer Narben hat, hat Geschichten zu erzählen. Und Narben zeigen keine Schwäche, denn sie zeigen nur, dich macht keiner kaputt. Das ist schon alles nice. Wir Narben auf der Haut, dir die gehen nie wieder weg. Wollt nicht, dass du sie siehst und hab sie vor dir versteckt. Dann zeigtest du mir deine und da hab ich gecheckt. In dieser abgefuckten Welt hier ist kein Mensch perfekt. Den Narben auf der Haut, dir die gehen nie wieder weg. Wollt ich, dass du... Ja, was soll ich noch lesen? Der Haut, dir die gehen nie wieder weg. Wollt ich, dass du... Siehst und hab sie vor dir versteckt. Dann zeigtest du mir deine. Und da hab ich gecheckt. In dieser abgefuckten Welt hier ist kein Mensch perfekt. Das sind so Nummern, das fällt mir wirklich schwer, darauf zu reacten, weil du auch im Internet, du musst eigentlich, und das mache ich ja nicht gestellt, aber hätte ich das jetzt. Also es ist schon, glaube ich, wenige gehen so weit, dass sie sagen, mir gefällt die Hook nicht. Oder schießen dagegen, weil es leicht dann so rüberkommt, als würdest du die Message davor nicht getten. Oder als würdest du hinter irgendeiner Meinung oder Aussage nicht stehen oder würdest halt dagegen schießen oder so. Das ist halt, deswegen ist es für mich da manchmal schwer drauf zu reacten, weil ich muss meine Meinung sagen. Ansonsten, ich kann die gar nicht runterschlucken so. Und ich find's schade halt so. Für mich sind das alles Helden da im Video. Alle, die schwere Schicksalsschläge durchgemacht haben. Alle, die die Hölle gesehen haben. Alles, es sind alles die Helden so. Ich will mich damit gar nicht vergleichen, aber für mich, anhand der Schwere, wie meine Tasche und mein Päckchen damals war, hab ich die Hölle gesehen. So Kicks gehabt, nachts aus dem Fenster zu springen und Klapsmühle da. Und ich will das gar nicht alles wieder erzählen so.
Aber ich bin seit 20 Jahren, Digga, bin ich mit meinen Kicks nahezu am Ende manchmal. Und deswegen kann ich mich mit diesem Ganzen mega identifizieren, Digga. Ich bin mittlerweile stolz auf meine Narben. Und ich habe auch gecheckt, dass Schwäche zeigen ist die Stärke, Digga. Ich habe das alles gecheckt. Aber ich finde, die Verpackung von diesem ganzen Ding ist dafür, dass die Message so tiefgründig und herzergreifend und wichtig ist, ist die Verpackung darum, das Geschenkpapier ein bisschen zu... Hoffentlich gefällt es jedem. Gemacht. Zu viel Glitzer, genau. Und zu viel Schema F und so. Das wird der Thematik nicht würdig. Und das wird auch den beiden Parts und den beiden Künstlern, Savasch und Takt, irgendwie nicht würdig. So, ich meine, Savasch macht ja öfter so Nummern. Das ist ja, der hat ja ganz viele so, wo Sänger singen. So. Das ist ja auch alles geil so. Aber das war jetzt irgendwie war das jetzt so, das war so. Ihr versteht mich schon.